Guten Morgen. So, ich muss mich jetzt mal relativ gesehen beeilen. Wir haben es 8 Uhr und in einer Stunde muss ich beim Zahnarzt sein. Ihr wisst schon, wegen der Wurzelbehandlung, die erneuert werden muss. Ich freue mich. Naja, gut, nützt alles nichts. Ich gehe erstmal duschen. Alles klar, geduscht bin ich und jetzt werde ich mir auf die Schnelle noch Frühstück machen, weil danach ist ja mein Mund betäubt und so, da komme ich ja wieder zu nichts. Also, ich kann nichts essen, weil wenn ich nicht merke, dass ich mir auf die Backe beiße, ist schon ziemlich doof. Auf die Wange. Von innen. Naja, also werde ich jetzt schnell was essen und dann geht's los. Henkers Mahlzeit. Auf geht's. Ich habe gerade schnell noch die Zähne geputzt, weil, ich meine, der Arzt wird mir gleich hier schön im Mund rumfummeln. Dann wäre es doch schön, wenn die Zähne sauber sind. Deshalb nochmal schön geputzt. Und jetzt muss ich los. Da haben wir gestern beim Wetter richtig Glück gehabt, weil heute, ich meine, da mir scheint gerade so ein bisschen die Sonne ins Gesicht, aber prinzipiell ist es heute echt bedeckt und wir haben auch nur 11 Grad gerade. Also gestern war es schöner, hatten wir Glück, als wir am Felsenmeer waren. Was ich eigentlich im Auto gerade noch sagen wollte, eigentlich habe ich tierische Angst vom Zahnarzt. Das Problem ist, dass dann natürlich immer Angie ist jetzt und da kann man das ja nicht zeigen, ne? Aber eigentlich. Ja, Spritze habe ich schon bekommen, seht ihr gerade. Und vielleicht erkennt ihr die freundliche Zahnarzthelferin im Hintergrund. Ich muss mal ins Licht kommen, schau mal. Ja. Wir werden heute bescheint. Ja, heute ist er mal wieder da. Bei mir auf der Arbeit. Ja, freut er sich auch schon die ganze Zeit drauf, ne? Und? Tierisch. Wird schon taub? Ja, es wird schon taub. Mhm. Also es ist gerade so, als ob mir der Fuß einschläft, nur im Mund. Das kennt ihr ja alle auch, ne? Toll. Ich habe im Moment irgendwie noch ein sehr taubes Gefühl im Mund, aber er hat es überlebt. Ich habe es überlebt. Und es ist auch alles gut gelaufen, aber wir müssen uns noch mal sehen, aber das war klar. Ja, das ist, so Wurzelbehandlung ist immer mehrere Termine. So ist es. Ich habe so ein scheiß Gefühl im Mund. Ja, sag am besten jetzt nichts. Du machst jetzt so Stummfilm dazwischen, ne? Könnten wir ja sowieso. Tschüss. Tschüss. So, fertig. Jetzt geht's wieder nach Hause. Hat gar nicht lange gedauert. Hat auch nicht wehgetan. Trotzdem mag ich es nicht. Und trotzdem habe ich jedes Mal wieder Schiss davor. Ah. Ich fahre jetzt wieder heim. Wow, mein Back. Und dann habe ich noch Zeit, bevor ich zur Arbeit muss. Das ist schön, weil dann kann ich mich noch ein bisschen an mein Video setzen oder ich kann noch irgendwas schauen, irgendwas entspannen. Und gut, dass ich vorhin noch die Smacks gegessen habe, beziehungsweise die Honey Pops, weil ich soll jetzt nichts essen, solange die Betäubung ist, damit ich mich nicht aus Versehen aufbeiße. Ja, gut.
Dann fahre ich jetzt heim. Oh, ich bin jetzt schon eine Weile zu Hause. Wir haben es jetzt gleich 11:30 und ich habe immer noch kein richtiges Gefühl in der Zunge und quasi hier die komplette Seite. Man kann das richtig schön fühlen. Das ist wirklich so bis zu dem einen Schneidezahn hier vorne unten. Der eine quasi, da merke ich nichts. Auf der anderen Seite, da merke ich was. Das ist so, also wirklich so ganz genau die Mitte. Sehr krass. Naja, nichtsdestotrotz muss ich zur Spätschicht fahren nachher. Und auch wenn ich die Empfehlung habe, nichts zu essen, damit ich mich nicht beiße, mache ich mir gerade was zu essen. Und zwar mache ich mir gerade so eine kleine Lasagne. Die bringt mich, denke ich mal, durch den Tag. Und ja, dann heißt es für mich arbeiten. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Mein Essen ist fertig. Und ja, ich glaube, Gefühl kommt so langsam wieder zurück in meine Wange. Von dann, ja, ich merke auch meine Wange. Keine Gefahr, dass ich mich beiße. Also bestes Timing. Ja, jetzt werde ich essen und dann muss ich auch schon los zur Arbeit für heute. Ja, aber der Tag hat sich noch entwickelt. Es ist echt schönes Wetter draußen. Na gut, ich muss essen, solange es warm ist. Gut, auf geht's zur Arbeit. Heute nehme ich wieder mein Longboard mit. Ganz einfach, wir haben Spätschicht. Ihr kennt die Parkplatzsituation, ja, ich habe schon oft genug davon erzählt. Und außerdem ist das Wetter so geil. Kann ich sonst wo stehen? Ist mir egal. Fahre ich halt. Ja, Wetter geht so. Und nun geht's zur Arbeit. Stehe, wie erwartet, nicht auf dem Hof, aber egal, so weit ist es nicht. Ich fahre trotzdem mit dem Longboard. Update zum Zahn. Der hat mich heute ganz schön gepiesackt. War nicht sehr angenehm. Jedes Mal, wenn ich mal irgendwie so aus Versehen draufgebissen habe, war es äußerst unangenehm. Ich hoffe, dass das morgen besser wird. Und eigentlich bin ich froh, dass ich heute quasi noch mit Betäubung gegessen hatte, weil an Essen wäre nicht zu denken gewesen, so wie das heute war. Aber sehr klar, ist irgendwie ziemlich viel dran rumhantiert worden. Ich denke mal, wenn er jetzt über Nacht Ruhe hat, dann wird das morgen wieder besser werden. So, ich bin zu Hause. Jetzt muss ich erstmal Monsieur Carter streicheln. Weil das ist das Ritual. Ich komme nach Hause und er liegt dann hier und wartet, dass ich ihn streichle. Ja, ja. Ein süßer Kerl. Ja, ein süßer Kerl bist du. Ja. So. Und jetzt ist die Überlegung, noch was essen oder nicht. Also er ist der Meinung, ja, ich eher nicht. Vielleicht auch besser, vielleicht schone ich einfach den Zahn. Gut, dann mache ich mich ins Bett. Und ihr könnt mich morgen wieder sehen, 18 Uhr. Und wie wird es denn morgen? Wird das morgen super? Ich weiß nicht, wird ein Arbeitstag und
Morgen habe ich Vormittag nichts vor. Ich werde mal richtig auspennen. Aber mal sehen, was daraus wird. Bis morgen. Ciao.